Der Verfassungsgerichtshof mit seinen 14 Mitgliedern hat im rechtsstaatlichen Gefüge der Republik Österreich eine besondere Aufgabe. Er ist dazu berufen, die Einhaltung der Verfassung sowie der Grundrechte sicherzustellen. Als einziges Gericht in Österreich hat der Verfassungsgerichtshof die Kompetenz, Gesetze und Verordnungen aufzuheben, wenn sie der Verfassung widersprechen. In der Verfassung sind die wichtigsten Grundprinzipien unseres Staates festgelegt. Sie hält fest, wie unsere Demokratie und unser Rechtsstaat funktionieren, wie der Staat aufgebaut und gegliedert ist und wie Gesetze zustande kommen. Der Verfassungsgerichtshof wacht außerdem über die Wahrung der Grundrechte jeder und jedes Einzelnen. Zu diesen Grundrechten zählen etwa die persönliche Freiheit, der Schutz des Eigentums, die Meinungsfreiheit und die Gleichheit vor dem Gesetz. Am Beginn des Verfahrens steht immer ein Antrag oder eine Beschwerde. Jede Rechtssache wird einer Richterin oder einem Richter zur Bearbeitung zugeteilt. Der Fall wird analysiert. Die betroffenen Behörden, etwa ein Minister oder eine Landesregierung, erhalten Gelegenheit zur Stellungnahme. Danach wird ein Entscheidungsentwurf ausgearbeitet. Eine Entscheidung ist dann getroffen, wenn die Mehrheit der Verfassungsrichterinnen und Verfassungsrichter dem vorgelegten Entwurf zustimmt. Wird er mehrheitlich abgelehnt, muss ein neuer Entwurf ausgearbeitet werden, solange bis eine Lösung für den Fall gefunden ist. In einem weiteren Schritt werden die Ergebnisse der Beratung, die Einwände und die Anmerkungen der Verfassungsrichterinnen und Verfassungsrichter in die Entscheidung eingearbeitet. Zuletzt wird die Entscheidung den Verfahrensparteien zugestellt und veröffentlicht. Über 5.600 Fälle wurden im Jahr 2018 neu an den Verfassungsgerichtshof herangetragen. Über 5.400 davon konnten bei weiter sinkender Verfahrensdauer entschieden werden, auf Basis der Verfassung und der Grundrechte.